Herzlich willkommen bei meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Dr. Reinhard Pichler. Was gibt's für Anzeichen, dass man Workaholic ist, dass man arbeitssüchtig ist, dass man nur für die Arbeit lebt und dass das restliche Leben an einem vorbeizieht? Arbeitssüchtig, das ist ein sehr weiter Begriff, also zwischen schwerer Arbeitssucht und jemand, der viel arbeitet, ist schon noch einmal ein weiter Unterschied. Und nur damit Sie ungefähr sich vorstellen können, wie die Bandbreite ist, jemand, der wirklich schwerst arbeitssüchtig ist, der ist rund um die Uhr bis spät in die Nacht einfach nur meistens am Computer. Das ist häufigster Arbeitssuchtplatz und kann überhaupt nicht mehr aussteigen. Also es ist wirklich so wie jemand, der spielsüchtig ist am Computer, der eben nicht mehr aufs Klo geht und der, also nur noch, wenn es unbedingt sein muss, und das unterdrückt er dann ewig lang, und ist nur noch im Computer, nur noch im Spiel drin. So ist dann dieser arbeitssüchtige Mensch nur noch in der Arbeit drin. Das ist schwerste Arbeitssucht. Ja. Dazwischen gibt es aber ganz viele Graustufen, wo man auch schon sagen kann, der ist wirklich außerhalb der Work-Life-Balance, hat viel zu viel die Arbeit im Blick, hat auch keine Lebensqualität mehr, wird einsam, ist nur noch in Gedanken an die Arbeit, entweder weil er so sorgenvoll an die Arbeit denkt, weil er vielleicht selbstständig ist und in Gefahr ist, dass er insolvent wird oder schwere Geldsorgen hat oder dass die Firma unglaublich viel Probleme hat, wenn er das nicht lösen kann, dann gibt's irgendwelche schwere Folgenprobleme. Und das ist deshalb noch nicht arbeitssüchtig, aber es ist auf jeden Fall so, dass die Work-Life-Balance total schief ist. Und dann gibt's jemand, der tatsächlich so Freude hat an seiner Arbeit, so wie ein Bergsteiger gern eben am Berg ist, dass er möglichst viel Zeit und damit auch Freizeit, auch die ganze Freizeit sehr gerne mit der Tätigkeit verbringt, die eigentlich seine Arbeit ausmacht und wo er damit auch Geld verdient. Ich will jetzt nicht sagen, das ist die schwächste Form, aber es ist auf jeden Fall etwas, was diesen Menschen nicht sofort total zerstört. Die anderen rundherum sehr wohl, aber ihn selber nicht unbedingt. Nehmen wir jetzt als Beispiel einen mittleren arbeitssüchtigen Herr, nicht einen ganz extrem schweren und auch nicht einen, der riesige Freude hat an seiner Arbeit, sondern der schon wirklich drin hängt in der Arbeit, der nicht gut aussteigen kann, der meistens alles alleine macht, der nicht mehr gut teamfähig ist. Warum macht dieser Mensch die ganze Arbeit alleine? Weil er kein Vertrauen mehr hat zu den anderen, weil er so am besten die Kontrolle hat. Das sind auch dann durchaus Kontrollfreaks, die dann eben arbeitssüchtig sind, die wirklich alles gut im Blick haben, aber die eben halt nur eine Person sind. Und dadurch werden sie auch selber immer mehr überlastet. Und je größer die Aufgaben sind, je verantwortungsvoller, desto mehr kommt dieser Mensch auch unter Druck. Wenn er was delegiert, tut er sich erstens schwer und zweitens ist er misstrauisch. Und drittens holt er sich dann oft die delegierten Aufgaben wieder zurück und arbeitet sie dann zum Beispiel nach oder geht sie dann wieder ganz anders an, so dass die Mitarbeiter das Gefühl haben, hat eh keinen Sinn, ich brauche eh nichts tun, weil es macht ohnehin meistens der Chef dann alles. Wenn das so ist, dass die Delegation überhaupt nicht mehr funktioniert und der Arbeitssüchtige deshalb immer mehr überfordert ist, ist das ohnehin schon ein Alarmsignal für ihn selber. Er wird aber weiter tun, solange es geht. Er wird den anderen gewisse Aufgaben geben, die ihn nicht stören, die ihn auch nicht belasten. Aber er wird nicht vertrauen, dass die das gut machen. Zweiter Punkt ist, dass er nur noch an die Arbeit denkt. Ganze Zeit, auch wenn er am Abend nach Hause geht, wenn er schlafen geht. Er kommt nicht mehr zu anderen Gedanken. Andere schöne Gedanken, Gedanken an Freizeit oder Gedanken, was er mit Freunden oder mit seiner Partnerin oder Partner oder mit seiner Familie unternehmen kann oder irgendwelche anderen Gedanken, Urlaub oder was Schönes im Leben ist, ein Buch lesen oder so, also was nichts mit der Arbeit zu tun hat, an das denkt er gar nicht mehr. Das ist auch für ihn nicht wichtig, ist auch für ihn nicht wertvoll. Und wenn man ihm
zu Weihnachten ein Buch schenkt, das nichts mit Arbeit zu tun hat, dann dann ist das so, wie wenn ich ihm ein Stein schenke, ja, ungefähr. Ja. Den legt er auch irgendwo ins Eck und fertig. Also er kann damit nichts anfangen, überhaupt nichts. Genauso ein weiteres Anzeichen, dass man schwerer Workaholic ist, ist, dass man immer mehr nur noch in der Angst lebt, dass man das, was man tut, nicht schafft. Das ist sogar ein Haupt, eben Erkennungsmerkmal von Workaholic. Das unterscheidet auch ein bisschen von der Spielsucht. Bei der Spielsucht geht es irgendwie darum, ich muss das nächste Level schaffen, ich hoffe, ich schaff's, ich hoffe, ich schaff's. So ähnlich ist das. Und beim Workaholic ist es, ich komme nicht nach, es geht sich nicht mehr aus, ich schaffe diese Deadlines, die ich habe, um irgendwelche Dinge abzugeben, nicht, oder ich kriege das nicht hin, ich schaffe nicht den Monatsabschluss, ich kann das nicht fertigstellen, das Produkt zur rechten Zeit, und das stresst mich derart, dass ich nächtelang durcharbeite, dass ich, obwohl ich keine Kraft mehr habe, noch immer durcharbeite. Ein starker Treiber ist natürlich da, dass ich Geldsorgen habe oder dass ich das Gefühl habe, ich muss jetzt da die nächste Hürde schaffen, damit ich dann nachher weniger arbeiten muss, damit dann nachher genug Geld reinkommt, wenn ich dieses Produkt rausgebracht habe und so weiter. Und das ist ein ständiger Antrieb, dass ich tu, obwohl ich genau weiß, das ist nicht sinnvoll, ich mache mich damit kaputt. Und es kann sogar wirklich sein, leider, das ist so wie im Casino, dass ich tatsächlich einen kleinen Gewinn habe. Und das treibt mich aber so an, dass ich den ganzen Gewinn plus noch mehr Einsatz wieder auf alles auf die rote 8 setze, ja, und dann hoffe, dass es dann gelingt. Und wenn dann alles weg ist, bin ich verzweifelt. Und das ist tatsächlich ganz oft in so Start-ups-Unternehmen, wo die Leute wirklich verrückt viel arbeiten in der Hoffnung, dass sie jetzt den Durchbruch schaffen und jetzt Marktführer werden, werden sie dann eh nicht, weil es einfach halt von den Marktgesetzen her das gar nicht sich ermöglicht. Aber die Hoffnung ist wie die Karotte, wo der Esel dann nachrennt, ja, und eigentlich sich schon komplett erschöpft, aber er das nicht wahrnimmt, weil er abgelenkt ist von dem viel zu fernen Ziel. Weiterer wichtiger Punkt, wie man Workaholic auch erkennen kann, ist die Einsamkeit. Ja? Ich habe an nichts mehr Freude. Ich habe eine wunderbare Frau, die liebevoll sich um mich kümmert. Ich kann es nicht fühlen, es ist mir egal. Ja? Es ist schön, dass die Frau sich liebevoll um mich kümmert, dass man dir ein Essen hinstellt. Die könnten mir genauso eine kalte Suppe hinstellen. Ich würde es genauso nicht wahrnehmen und nicht merken. Ich schmeck's gar nicht. Ich löffel die irgendwie nur, dass ich irgendwie überlebe. Ich arbeite sowieso immer während dem Essen. Wenn ich mich schon hinsetze zum Essen zu anderen, habe ich in Gedanken noch immer das, was ich beruflich tun muss. Und die meisten Workaholics essen immer während des Arbeitens. Die hören gar nicht auf zum Arbeiten. Ja. Die nehmen sich den Laptop mit an den Esstisch oder sie nehmen sich das Essen, was häufiger ist, eben zum Computerplatz. Also es hört nicht auf. Ähnlich wie bei der Spielsucht. Deshalb ist Workaholic, schwere Arbeitssucht und Spielsucht durchaus miteinander vergleichbar und ist auch lange Zeit nicht so bemerkbar, weil man das irgendwie kaschieren kann. Ich bin nur fleißig, ich kümmere mich nur ums Unternehmen, ich bin nur verantwortlich und solche Dinge. Und irgendwann ist es so schwer, dass ich nicht mehr aussteigen kann, weil ich tatsächlich alles so gerichtet habe, alles so irgendwie mir erarbeitet habe, dass es ohne mich tatsächlich nicht mehr geht, ohne dass nicht das Unternehmen da in eine massive Schieflage kommt. Ich habe alle Mitarbeiter oder alle anderen Dinge so ausgespart und so in die Bedeutungslosigkeit verdrängt, dass, wenn ich nicht mehr kann, wirklich alles krachen geht. Und das ist dann eben der Endpunkt des Workaholics. Wenn der ins Burnout fällt, bricht dann wirklich alles zusammen, steht auch alles still, geht dann auch sofort die Firma in Konkurs oder was auch immer, sind meistens eben Selbstständige, weil ein Angestellter
tut das meistens nicht. Irgendwann wird der Angestellte sich in der Lage sein, sich zu eben zu bremsen, weil es keinen Sinn hat. Aber es gibt natürlich auch angestellte Workaholics, die dann zu Hause irgendwas anderes weiterarbeiten, ja? Die dann Hobby den Garten haben und wo dann der Garten mit der Nagelschere die eben der Rasen gerade geschnitten wird und so. Also ich kann schon meine ganze Energie auf irgendwas fokussieren und wenn ich und die erholen sich dann oft in der angestellten Tätigkeit, aber haben dann eben ein Hobby, das so fordernd ist, ja, dass sie da dass das eigentlich dann der Workaholic Part in ihnen ist. Und das Schwierige ist bei diesen Menschen, wenn man es ihnen sagt, werden sie wenig Verständnis haben. Das ist ja der letzte Punkt, den ich sagen möchte, wie kann man den Angehörigen helfen, ja? Wie kann man die zur Therapie bringen? Das ist schwer, weil sie wissen, dass das nicht gesund ist, was sie tun. Sie wollen aber nicht aussteigen. Also so ähnlich wie eben der Alkoholiker. Das Craving nach Alkohol ist so stark, dass sie wieder trinken müssen und dann erst zur Ruhe kommen. Und das Craving nach, ich will das jetzt noch fertig machen, dieses Projekt muss heute bis Mitternacht fertig sein und ich arbeite durch. Das Craving ist so stark, dass sie von einem Craving zum nächsten gehen. Und wenn das Projekt um Mitternacht fertig ist, gönnt man sich dann nicht 2 Tage Pause, sondern es ist dann sofort im Hinterkopf, naja, jetzt sind ja die Sachen liegen geblieben von gestern und vorgestern, jetzt muss ich ja ganz viel aufarbeiten. Also es ist ein ständiges Treiben, ein ständiger Druck und ich lebe nur noch vom Druck. Und wenn es mal keinen Druck gibt und wenn mal wirklich plötzlich der Schreibtisch leer ist und alles aufgearbeitet ist und keine wichtigen neuen E-Mails kommen, dann suche ich mir was. Ah, jetzt habe ich endlich Zeit für die Strategie. Jetzt habe ich endlich Zeit für das neue Projekt, das ich mir ohnehin schon seit 2 Jahren vorgenommen habe. Jetzt könnte ich eben das und das neu machen. Und schon wieder habe ich einen Druck und schon wieder mache ich weiter. Wie komme ich da raus, wenn ich selber betroffen bin oder wenn ich merke, ein Angehöriger oder ein Nahestehender ist betroffen? Erstens, ich muss mal zugeben, dass ich süchtig bin, dass ich wirklich abhängig bin. Zweitens muss ich erkennen, dass mir das nicht gut tut, dass es meiner Gesundheit schadet, und zwar körperlich und psychisch. Dass ich drittens mein Leben an mir vorbeizieht und dass ich nicht glücklich bin, muss ich einfach so anerkennen. Ich bin schon glücklich, dass ich arbeiten darf, aber ich muss erkennen, dass ich nicht glücklich bin. Weil ich möchte eigentlich Freizeit haben, ich möchte eigentlich mit der Familie auch Dinge genießen. Ja? Kann ich aber nicht, weil ich ja dauernd arbeiten muss. Arbeiten will auch, durch die Sucht bedingt. Und viertens jetzt, ich brauche Unterstützung, dass ich da rauskomme. Therapeutische Unterstützung idealerweise. Unten in der Videobeschreibung gibt es einen Link, wo ich Sie gerne berate, Sie da durchzuführen, Sie da rauszuführen, dass Sie wirklich Ihr Leben Schritt für Schritt, das geht nicht von heute auf morgen, ändern. Da muss man Schritt für Schritt auch die ganze Einstellung ändern, da muss man den Tagesablauf ändern, da muss man den inneren Druck, den man sich macht, ändern, da muss man vielleicht auch wirklich auch finanziell schauen, wie schaut das aus, was ist möglich, was ist nicht möglich, wie lange muss ich es noch tun, und mir sagen dann oft Menschen, die da zur Mini-Therapie kommen, also die 3 Monate muss ich jetzt noch durchhalten, können Sie mich da unterstützen und dann nachher machen wir es. Sage ich, gut, ich möchte es für Ihnen schriftlich haben. 3 Monate unterstütze ich Sie jetzt noch, dass Sie in Ihrer Arbeitssucht noch alles geben können, was geht, dass Sie nicht ins Burnout kommen. Und dann müssen Sie mir bitte versprechen, dass Sie die Therapie nicht abbrechen und dass Sie dann wirklich dann die Therapie starten. Und zwar die Therapie heißt erstens Lebensstiländerung, zweitens Suchtbearbeitung, drittens neuer Sinn finden. Weil ich muss ja dann was Neues finden, wo ich dann nicht sofort in die Sucht falle. Weil es gibt Menschen, die steigen dann tatsächlich aus einem Job, ja, oder ändern das Unternehmen, verkaufen das Unternehmen und suchen sich sofort ein neues oder eine neue Tätigkeit, die wieder suchtmäßig agiert. Daher muss man wirklich auch den Suchtmechanismus angehen. Es braucht Zeit, das ist nicht so easy und ist wirklich eine schwere Sucht, aber es funktioniert. Deshalb Kopf hoch, auch für alle Angehörigen, unterstützen Sie Ihren arbeitssüchtigen Angehörigen, dass er was tut, dass er sich's bewusst macht und dass er mittelfristig, kurzfristig geht leider bei dieser Erkrankung gar nichts, dass er mittelfristig sein Leben in der Lage ist zu ändern. Bleiben Sie da dran,
Er will selber auch, aber nur in den hellen Phasen, in den Suchtphasen wieder nicht. Es gibt Möglichkeiten, alles Gute für Sie, dass Sie da gemeinsam durchgehen und dass der Arbeitssüchtige herausfindet und dass die Angehörigen nicht co-abhängig werden. Das ist auch noch ein ganz wichtiger Punkt. Alles Gute für Sie.